Endlich habe ich was gefunden, also let's go. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Meine Güte, ist das anstrengend. Die Arbeit hier als Minenarbeiter, den ganzen Tag findet man nichts anderes aus nur Kohle. Aber endlich finde ich ein bisschen Eisen, das nehme ich sofort mit. Oh Gott, was waren das für Geräusche? Oh nein, nein, ein Skelett. Bitte, bitte Skelett, lass mich in Ruhe, bitte, ich habe hier nichts getan. Ey, was beleidigst du mich? Ey, meine Güte, man kann es auch anders klären. Oh Mann, was ist denn jetzt los? Ein Skelett will mich angreifen und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, ich bin hier gerade in der Mine gewesen und auf einmal steht ein Skelett hinter mir und ich glaube, es will mich erschießen. Beruhig dich, Skelett, bitte, bitte. Wir können über alles reden. Und den nehmen wir den Bogen aus der Hand. Nein! Oh. Du Trottel, was hast du getan? Lässt dich von einem Skelett erschießen. Hey, ich bin es, das Gehirn von Centex. Und er wurde gerade erledigt. Idiot. Naja, wir gehen jetzt sofort aus der Mine raus. Ich habe ganz, ganz viel Hunger. Ein Gehirn muss sich auch ernähren. Das war's wohl mit Centex. Aber ich, sein Gehirn, werde auf jeden Fall weiterleben. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen um im Dorf. Und holen uns erstmal hier ein bisschen als Gehirn was zum Essen. So, was haben wir denn hier? Oh, lecker Weizen. So, das nehmen wir uns so, zack, zack, alles mit hier. Ha, wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie ein Gehirn. Ha, nee, der sieht aus wie eine Walnuss, eine lebendige Walnuss. Hey, ihr Villager, klappe dort drüben. Ach, ich sehe nicht nur aus wie ein Gehirn, ich bin auch ein Gehirn. Ich bin doch keine Walnuss. Naja, genug Essen haben wir jetzt mitgenommen hier als Gehirn. Und hey, hört auf, freche Kommentare zu machen. Ich bin schlauer als ihr alle zusammen. Ich bin das lebende Gehirn. Und wir werden jetzt erstmal hier ins Haus gehen und uns ein bisschen entspannen und ein bisschen essen. Irgendein Skelett hat mich angeschossen. Alter Schwede, ich habe auch alle meine Minenarbeiter-Sachen verloren. Aber ich würde sagen, wir haben es gerade noch diesen Falsches überlegt. Aber wir gehen jetzt mal sofort hier raus aus dieser Mine. Alter Schwede, was ist denn da los? Und irgendwie fühle ich mich total komisch, ey, meine Güte. Das kann ja nicht sein. Und ey, aus dem Weg, Hühnchen. Steh nicht so da dumm rum, ey, mein Gott. Das kann ja wohl nicht sein. Boah, ich habe irgendwie total Kopfschmerzen, Freund. Aber warte mal, was ist denn hier los? Och, irgend so ein Idiot hat wieder mein ganzes Weizen von meinem Feld geklaut. Ich glaube es ja nicht jedes Mal das Gleiche. Aber ich lebe mich erstmal ein bisschen in... Och, ich habe wirklich totale Kopfschmerzen. Muss ich sagen. Und warte mal, wer bist du denn? Hey, du Idiot. Ich bin es, dein Gehirn. Selber Idiot. Wenn du mich beleidigst, beleidigst du dich automatisch mit. Warte mal, du bist mein Gehirn. Was redest du da raus aus meinem Haus, ey? So sieht doch nicht mein Gehirn aus. Als ob ich ein Gehirn überhaupt habe. Krass, ey. Ja, damit hätte ich im Leben auch nie gerechnet. Aber du wurdest vor einem Skelett erschossen. Und ich bin aus deinem Körper rausgegangen. Hahaha. Warte mal, das bedeutet, du bist wirklich mein Gehirn. Alter Schwede, wie krass ist das denn? Das bedeutet, alles, was du sagst, denke ich. Ja, genau. Denk alles, was du willst und alles, was du denkst, wird echt. Alles, was ich denke, wird echt. Wie krass ist das denn? Freund, schreib jetzt alle eine 1 in die Kommentare, wenn du auf jeden Fall willst, dass wir jetzt übelst krasse Sachen wünschen oder an übelst krasse Sachen denken, die dann echt wären. Und eine 2 in die Kommentare, wenn du das nicht willst. Aber Freunde, wenn du auf jeden Fall willst, dass wir jetzt richtig krasse Sachen denken, dann lass mir genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Also alles Video liken, Freunde. 3, 2, 1 und jetzt wieder einen Daumen nach oben geben. Das würde mich super doll freuen. Und dann werden wir an die schönsten Orte denken und dann werden wir dorthin verschwinden, ey. Das ist wirklich total krass. Ja, denk an immer an, was du denken willst. Ich überlege schon mal, an was soll ich denken, Freunde? Und oh, es hat eine Tür geklopft und moin moin und hey, Vitamine! Moin moin, Senti! Richtig gute Nachrichten. Ich wurde an der Universität angenommen. Was, du würdest wirklich angenommen an der Universität? Klasse, ey! Wie krass ist das denn? Oh mein Gott, Glückwunsch, Vitamine! Ich habe darauf mein ganzes Leben lang gewartet. Juhu! Hey, du Fischgesicht, wer bist du denn? Nee, lebendige Walnuss. Ich bin keine Walnuss, ich bin das Gehirn von Centex. Alles, an was Centex denkt, werde ich aussprechen. Und du müffelst aber wieder scheußlich. Hey, auf sowas zu sagen. An sowas würde ich doch niemals denken, ey. Nee, Vitamine, mach dir nichts draus, das ist nur irgend so ein Verrückter. Was? Ich denke? Ja, du Schwachkopf, ey, du bist ein Loser, du wirst niemals in deinem Leben erreichen. Du wirst sowas von durchfallen in der Universität, hahaha. Was? Ich bin ein Loser? Nein, 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 Vitamine, lass dir von dem nichts sagen. Ja, du Schwachkopf, du wirst niemals was in deinem Leben schaffen. Wisch erstmal die Sabber in deinem Mund weg.
Nein, Vitamine, bleib stehen und... was hast du getan? Was hast du getan? Das ist mein bester Freund. Oh, du wirst schon sehen. Dir werde ich jetzt sofort von zeigen, Kollege. Hey, wenn du mich erschießt, erschießt du dich automatisch mit. Das sind nur deine Gedanken, die in deinem Gehirn sind, die ich ausgesprochen habe. Von wegen meine Gedanken, beweis es mir doch an. Was denke ich jetzt gerade? An einen Elefanten, der gerade breakdanced. Oh, ja, egal. Vergessen wir das Ganze. Trotzdem bist du dran. Du hast meinen besten Freund Vitamine verscheucht. Ey, das kann ja nicht sein. Er musste wegen dir weinen. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. An alles, was du denkst, wird ich. Und ich trickse jetzt deine Vorstellung in dein Gehirn aus. What? Warte mal, was hast du getan? Was hast du getan? Und alter Schwede, was passiert? Meine Gedanken werden kontrolliert von ihm und die ganze Welt ist gezeichnet worden. Freund, schaut euch das Ganze mal an. Alles ist gezeichnet hier, auch in meinem Inventar. Alter Schwede, hey Mr. Q. Oh Gott, wir befinden uns jetzt hier in der gezeichneten Welt. Hey, geh hier, mach das sofort rückgängig. Mach das sofort rückgängig. Wo bin ich hier? Ich will hier nicht sein, ich will nicht in dieser Welt sein. Hahaha, ich kann mit deinen Gedanken spielen. So oft ich will. Das macht mir wirklich total Angst. Hör auf, hör bitte auf damit sofort. Ist ja in Ordnung, ich mache es wieder rückgängig. Ich glaube es nicht, alter Schwede, was geht denn ab? Warte mal, das bedeutet, an was ich jetzt denke, wird echt oder wie? Ja, denk an alles, was du möchtest. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir denken jetzt an ganz, ganz viel Geld. Komm schon, ganz, ganz viel Geld. Wir denken jetzt kräftig daran. Und, hat es geklappt? Geld? Und, tatsächlich, oh mein Gott, Freunde, was geht denn da? Es ist wahr geworden, an was ich gedacht habe. Gönnt euch das, man, so, so viel Geld. Wir sind jetzt einfach reich. Alter Schwede, okay, ich würde sagen, ich muss das Ganze nochmal probieren. Denk an alles, was du willst und es wird echt. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich denke jetzt an noch mehr Geld, okay? Ich würde sagen, oh nein, an was denke ich? Ich kann meine Gedanken irgendwie nicht kontrollieren. Oh Gott, oh nein, was habe ich getan? Und, oh Gott... Wieso denkst du an ein Monster? Ich kenne ihn von meinem Albtraum. Ich konnte meine Gedanken nicht kontrollieren. Ich musste an ihn denken. Und jetzt ist auch er echt geworden. Aber ich würde sagen, Freunde, wir greifen jetzt an und... Komm her! Oh mein Gott, was geht denn da? Alter Schwede, nein. Das Monster aus meinen Albträumen greift mich an, weil ich an ihn gedacht habe. Wurde es einfach echt. Komm schon, let's go. Wir schießen ihn die ganze Zeit an. Boah, der kann noch nicht mehr viel Leben haben. Alter Schwede, let's go. Das müssen wir noch lernen. Nicht, dass du an noch schlimmere Sachen denkst. Ja, es tut mir sowas von leid, ey. Meine Güte, das kann ja wohl nicht sein. Aber, Freunde, ich würde sagen, ich habe jetzt eine coole Idee, an was ich denke. Ich denke jetzt an was richtig Krasses. An ein Traumleben. An ein Leben, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Ach, wäre ich gerne an diesem Ort. Und, Freunde, wo bin ich? Und tatsächlich, mein Gedanke ist echt geworden. Und ich stehe hier gerade als Millionär vor einer riesengroßen Villa. Du hast also an ein reiches Leben gedacht. Viel Spaß. Oh ja, was geht denn bitte da ab? Wir sind deine Beschützer von deiner reichen Villa. Und wir wohnen mit dir in Mitte der Villa zusammen. Oh, was geht denn da ab? Mein Traum wird einfach wahr als reicher Mensch, einfach vor einer riesengroßen Villa. Diese Villa gehört mir. Hier ganz, ganz viele hübsche Mädchen auf jeden Fall auch noch an meiner Seite. Und natürlich ganz, ganz viele krasse Luxusautos. Oh, gönnt euch einfach mal das. Was gibt es Besseres? Einfach das Leben eines Reichen. Ich habe einfach an das Leben eines Reichen gedacht. Und jetzt befinde ich mich einfach in dem Leben eines Reichen. Aber so einfach geht das nicht. Ich bin immer noch dein Gehirn. Und wir werden jetzt in eine andere Welt verschwinden. Warte mal, an was denkst du? Nein. Hör auf daran zu denken. Hör sofort auf damit, Gehirn. Nein. Was passiert hier und wo sind wir? Du kannst dir nicht immer das Leben eines Reichen wünschen. Ich habe dich hier an diesen Ort geschickt, als Armer. Warte mal, nein. Das kannst du mir nicht antun. Wo bin ich hier? Oh, an was haben wir gedacht, bitte? Und hey, was machst du denn? Hey, ist hier die Dönerbude. Nix da Dönerbude, das ist mein Haus, ey. Verzieh dich hier. Das kann ja wohl nicht sein. Und wir sind jetzt hier einfach als Obdachloser in der armen Stadt hier gelandet. Und mit meinen zwei Schrottkarren. Alter Schwede, was geht hier ab? Hast du eine kleine Spende, ein bisschen Geld für die Armen? Ich hab doch selber nichts. Alter Schwede, ich will hier nicht sein. Ich will nicht mehr hier in diesem armen Dorf sein. Ich wollte das reiche Leben haben mit den krassen Luxusautos und noch vieles mehr. Und jetzt bin ich einfach hier. Was hast du mit mir getan, Gieren? Senti, steh auf. Aufstehen! Hey, warte mal, Vitamine, was redest du da? Bist du es die ganze Zeit und was passiert hier? Ah, Miam, und wo bin ich hier? Was ist passiert? Und es klopft an der Tür und hallo, und Vitamine. Moin, Senti, was geht ab, ey?
Warte mal, was machst du hier? Und wo ist mein ganzes Geld hin? Und die Mädchen und die Luxusautos und... Warte mal, sag nicht, ich habe alles geträumt. Hä? Von was redest du da? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie was geträumt von einem Gehirn. Mein Gehirn ist aus mir rausgekommen und dann alles, was ich gedacht habe, wurde echt. Und warte mal, wurdest du bei der Universität angenommen, Vitamine? Nein, schau mich an. Ich sehe aus wie ein Loser. Mir läuft sogar Sabber vom Mund. Oh mein Gott. Ja, du hast ja recht, alter Schwede. Was war das denn? Alles war scheinbar nur ein verrückter Traum. Und da würde ich aber sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santix Army. Schaut unbedingt bei Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.